Diese vielen Lämmens, bitte, Storch ist größte Ecke und leicht schräg. Hans Karel vom Mühlenbau Schumann zeigt, wie es geht. Mit dem Grundhobel werden Larven an einem besonderen Wasserrad ausgearbeitet. Berufsschulen aus 7 europäischen Ländern arbeiten an der Wiederherstellung eines historischen Hammerwerkes in Frankreich im Rahmen eines Comenius-Projektes. Mit letzterem soll die europäische Zusammenarbeit zwischen Schulen gefördert werden. Dabei kooperieren seit 3 Jahren Berufsschüler aus Frankreich, Polen, Italien, Tschechien, Rumänien und Deutschland. Die Welle wurde in Frankreich geschnitten. Das Wasserrad sollte in Deutschland von einem erfahrenen Handwerksbetrieb gefertigt werden. Dieses Comenius-Projekt hat angefangen vor 3 Jahren. Unser Comenius-Projektleiter, der Herr Bernd Vogler, hat halt verzweifelt einen Menschen gesucht, der Wasserräder baut. Darauf sind wir halt eben auf diesen Mühlenbau Schumann gekommen, der auch hier in Europa bzw. auch hier in Deutschland einer der wenigen ist, der dieses Werk auch zustande bringen kann bzw. bauen kann. Und deshalb wird in Mulda derzeit ein Schaufelrad mit 5 Metern Durchmesser und 2 Meter Breite gefertigt. Das ist ein Eichenholzmühlrad, vor allen Dingen, weil es sehr wetterbeständig ist und sehr lange hält. Also es wird Jahrzehnte halten. An den Werkzeugen wechseln dabei die Bediener öfter. Selbst aus Frankreich haben junge Leute Hand angelegt. Hier Schüler der gewerblichen Berufsschule Friedberg in Hessen unter fachgerechter Anleitung. Es ist sehr interessant, vor allen Dingen, dass wir hier einiges lernen können. Und sowas haben wir einfach noch nie gesehen und sowas werden wir in unserem Leben bestimmt noch nicht einmal bauen mehr. Eigentlich sind wir ja Schreiner und von daher lernen wir sehr viel, wie man das baut. Und es ist sehr interessant, so etwas zu sehen, weil sowas sieht man nicht alle Tage. Und vor allem die Umgebung hier ist eine britische Landschaft und es ist sehr schön, dass hier noch Mühlenräder gebaut werden. Im Wasserlauf einer ehemaligen Klosterschmiede wird sich das Mulda-Rad drehen, um einen 80-Kilo-Hammer anzutreiben. Das gesamte Hammerwerk wurde von Gottfried Schumann konstruiert. Das Modell des Wasserrades entstand in einer Berufsschule in Frankreich. Sind in Mulda alle Arbeiten beendet, werden die Holzteile auf Paletten verpackt und auf einen über 1000-Kilometer-Weg nach Frankreich in der Nähe von Montbard transportiert. In der Schmiede des Klosters mit UNESCO-Weltkulturerbestatus wird das Hammerwerk durch europäische Zusammenarbeit im Frühjahr zusammengebaut.